Liebe Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Ark. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Ich möchte gern heute mit unserem Rockdrake nochmal versuchen, das ein oder andere Rockdrake-Ei zu holen und bei der Gelegenheit den Rockdrake ein bisschen aufzuwerten. Denn, ja, er hat noch nicht die besten Werte, ne? Wir sehen es, ich hätte gern über 10.000 Leben. Nahkampfschaden müssen wir noch ein bisschen aufleveln und damit müssen wir halt natürlich ein bisschen mit ihm unterwegs sein. Und ich würde einfach sagen, wir versuchen mal nach da hinten zu kommen. Wir versuchen mal, wie weit wir kommen mit diesem, mit unserem Rockdrake, ob wir tatsächlich das ein oder andere Ei noch abgreifen können. Nochmal ein bisschen die Gegend radioaktiv zu Fuß zu besuchen. Mal gucken, ob es hinhaut. Wir haben ein paar Geschichten dabei zum Heilen. Passt mal auf, die könnte ich eigentlich, die könnte ich hier hinlegen auf die 7. Und Rockdrakey hat, hast du noch, ah nee, du hast gar nichts mehr. Ah, Mist. Naja, wir gucken mal. So, kommt. Wir gehen einfach mal los. Wir lassen uns jetzt davon nicht beirren. Wir laufen mal nach da hinten rechts. Da ist ja das Gebiet, wo wir hinwollen. Achtung, Entschuldigung. Entschuldigung. Junge, ja, ich weiß, so ein Brocken, der kann halt auch nicht ruckzuck so einfach aus dem Weg gehen. So, wir sind ja auch mit unserem Rocktrack recht zügig unterwegs. Das finde ich so geil. Mit diesem Klettern. Guckt euch das an. Das ist so super. Ich habe es nur noch nicht ganz verstanden, wie es funktioniert. Was ist denn hier los? Ah, ihr macht das schon. Ihr macht das schon. So. Er hat ein bisschen einen größeren... Da ist ein Kano. Er hat so ein bisschen größeren Schwenkbereich, der Rockdrake. Balbdog ist natürlich am Start, dass wir hier so schön unsere... unseren Lichtkegel haben. Was ich natürlich noch versuchen will, ist... ob wir nicht schaffen, auch noch den einen oder anderen Nameless zu killen. Damit wir quasi auch vielleicht noch einen Rockdrake, einen weiblichen Rockdrake ausbrüten können. Das wäre natürlich ganz geil. Sag mal, laufe ich hier eigentlich in die richtige Richtung? Oh, da sind Moshops, die sehe ich auch zum ersten Mal gerade. So, da gibt es wieder Stress an der Ecke. Laufen wir gerade in die richtige Richtung? Ja doch, ich glaube schon, ne? Wir werden es feststellen. Wer lugt denn da rechts raus? Oh, das ist ein Pilz. Das sah eben aus, als... Manchmal verstehe ich das noch nicht so ganz. Ich glaube, das hat mit diesen Pilzen zu tun, kann das sein? Hier steht was. Aufgeladen. Du befindest dich im Wirkungsbereich. Achso, nee, das ist ja. Das ist ja wegen. Wegen unserem Balbdog. So, Leute, bin ich hier eigentlich richtig? Ja, wir müssten so ein bisschen weiter darüber, ne? Ist gar nicht so schwer. Wir müssen dahin, wo es blau ist. Aber ich glaube, ich bin jetzt völlig falsch gelaufen. Jetzt mal wieder Orientierungsklaus. Was willst du tun? Ich werde es nie lernen. Ich werde mich nie zurechtfinden. Natürlich sind wir völlig falsch jetzt. Was ist da? Das ist ein Balbdog, okay. Aber ich möchte, wie gesagt, die Sache auch nutzen. Wir laufen doch falsch. Erzähl mir doch nichts. Johnny, Mann. Ah, ja, natürlich. Wir müssen in die Richtung. Und davon. Jetzt sind wir einmal im Kreis gelatscht. Cool mit dem Fliegen. Das kann man so richtig schön steuern. Also leicht nach unten geht und dann wieder leicht nach oben. Kann man mit dem schon auch schnell unterwegs sein, ne? Hier so. Lässt man wieder runter. Hui. Und dann hängt man am Baum. Wie eine Katze. Und dann glitscht man. So, alles klar. So, passt mal auf. Jetzt ist es natürlich... Ich habe aber auch die Taktik, 19.10 Uhr immer im Dunkeln loszuziehen. Müsste mal wieder ein bisschen mehr auf die Uhrzeit achten, aber da kriegen wir hin. Im Dunkeln sieht man es auch besser leuchten. So, passt auf. Wir müssen wohin? In die Richtung. Genau da runter möchte ich. Also sind wir hier schon einigermaßen richtig. So. Vielleicht finden wir hier auch so ein... Ne? So ein Gemslein.
nenne es jetzt Gams oder Zicklein oder was auch immer. Ihr wisst, was ich meine. So, ein kurzer Blick auf die Karte. Ja, ja, das sieht gut aus diesmal. Ich frag bloß, überlege gerade so rum, ob wir nicht warten sollten, bis es dann wieder hell wird. Aber eigentlich haben wir ja den Balbdock dabei, da kann ja nichts passieren. So, da sind wir richtig. Guck hin. Da parken wir richtig. So, jetzt lassen wir dich mal ein bisschen... Was haben wir denn hier alles? Völliger Schutz aufgeladen? Sehr geil. Okay, komm, lasst uns mal... Erstmal auf diesen Felsvorsprung hier. Bam. Manchmal klingt das Laufen... Was ist denn da vorne? Was ist denn da? Ach, das ist ein Gorilla. Hallo Gorilla. Ich dachte eigentlich, du bist ein Balbdog. Du bist kein Balbdog, du bist ein Zicklein. Habe ich mich wohl verguckt? So, passt mal auf. Wir stürzen uns jetzt mal direkt hier runter. Ich gehe jetzt volles Risiko. Volles Risiko. Naja, guck, er kriegt keinen Schaden hier unten, ne? Was läuft denn da? Ah, das ist so ein... Oh, Leute, das will ich haben. Guck mal hier, da läuft so ein... Warte mal, auf der 8 haben wir das, ne? Hier. Das ist dieses Featherlight. Das will ich haben, aber da sind diese ekligen... Oh, oh, oh. Lass es in Ruhe! Das will ich haben. Komm, setz dich hin, Featherlight. Ich weiß halt nicht, wie ich dich krieg, ne? Nicht so viel, ne? Oh, jetzt kommen die ganzen... Hier, jetzt kommen die ganzen Käfer und greifen uns an, weil wir... Das war keine Absicht. Es tut mir leid, Dungbeetle. Es tut mir leid, ich wollte es nicht. Das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich nur dieses Featherleiter haben. Pass mal auf. 6? Jetzt müssen wir halt hier echt ein bisschen vorsichtig sein. Okay. Och nee, komm mal hier runter, bitte. Oh, da ist ja ein Spino. Alter, ich latsch die ganze Zeit hier rum, denk mir, hä? Und da ist ein Spino, Alter. Vom Allerfeinsten. Aber unser Rock Drakey ist wieder ein Stückchen aufgestiegen. Das heißt, du kriegst auf den Nahkampfschaden. Komm mal hierher, Featherlight. Ich würde gerne mal wissen, was du so kannst. Spino. Gehst du mal da weg, bitte? Geh mal weg, geh mal da hinten. Als würde er hören, ne? Als würde er hören. Ich muss mal gucken, wie man diese Featherlights hier, die fliegen die ganze Zeit weiter, das ist doch doof. Dann gehen wir auch weiter, so. Was ist denn hier los? Oh, ein Rock Drake, guck mal. Ein Unsichtbarer. Aber hier sind schon mal diese Featherlights. Das ist schon mal geil zu wissen. Oh, wir fliegen hier mal durch. Wir fliegen nicht durch, sondern wir... Oh, hier müssten wir echt mal sauber machen, bevor wir hier überhaupt an irgendwas... Oh, jetzt kommen da hinten die... Die Viechers. Die Viechers.
Komm, wir verdünnisieren uns mal. Wir wollen ja da runter, da wo deine Freunde sind. Ich glaube, den Weg können wir hier einschlagen. Vielleicht treffen wir ja einen Zicklein. Okay, die haben abgelassen, ne? Ja, sieht gut aus. Mal kurz umschauen hier. Das sieht doch so schön aus. Jetzt kriegen wir vielleicht durch irgendwas Schaden. Pass mal auf. Trinkt man ein Schlückchen. Perfekt. Ja, wir hätten jetzt hier Strahlung und im Rock Drag macht's halt gar nichts aus, ne? Das ist halt richtig geil. Problem ist nur, wie kommen wir? Ich glaube, da müssen wir dann später wieder hochklettern. Ich meine, da mal was gesehen zu haben, dass man so dann wieder hochkommt. Jo, mach mal. Ey, irgendwas gibt uns aber Schaden. Das sieht auf jeden Fall nur so aus, als würde es uns Schaden machen. Guck mal. Ein Punkt, ne? Naja, solange es nicht schlimmer wird. Ich laufe das jetzt mit Absicht mal ein bisschen ab. So. Ach schade, jetzt ist hier so schön ruhig. Jetzt könnten hier doch mal die Sachen sein, so Featherlight und... Manchmal kann ich das nicht zuordnen. Manchmal denke ich, ein Tierchen wäre hinter uns her. Dabei ist es der Rock Drake, der die Laufgeräusche macht. Frage ist, wo kommen wir hier halt hin, ne? Wollen wir uns mal wagen, nach da unten zu gehen? Das Problem ist, wir müssen irgendwann auch wieder hoch. Aber ich sag's wie es ist, es macht halt gerade unglaublich Spaß, hier unten die Sachen zu entdecken. Ach, guckt euch das an. Wie geil es einfach aussieht. Waren die hier die Sachen? Hier müsste das irgendwo gewesen sein, ne? Mit den Rock Drake Eiern und so. Schon wieder völlig... Ah, das könnte aber... Wisst ihr, was das sein könnte? Unser Bulbdog vielleicht. Was kommt denn da? Was ist das, ein Rock Drake? Ah ja, klar. Hier. Rock Drakeys, Alter. Vom Allerfeinsten. Zwing mich doch nicht, dich zu killen. Keine andere Angabefunktion, ne? Das geht halt nur. Jawohl, komm feste drauf. Hilft ja nix. Wenn er uns ankackt von der Seite, dann muss er halt weg. Es könnte unser Bulbdog sein, der da Schaden nimmt. So, und hier müssen irgendwo die Rock Drake Eier sein. Nehme ich an. Was haben wir jetzt hier? Vorsicht, in der Nähe befinden sich Kreaturen mit hohem Level. Ah, Max-Level-Dinos. Haha, ihr seht uns nicht, ihr seht uns nicht. Die Frage ist halt, war das jetzt geschickt? Dem Rock Drake hier runter zu gehen, oder wäre es geschickter gewesen, tatsächlich wieder mit Vivian zu fliegen? Na, jetzt sind wir hier unten. Jetzt ist es eh zu spät, sich die Frage zu stellen, ne? So. Und hier müssen irgendwo die Eier sein. Aber hier sind auch verdammt viele Rock Drakes.
läuft auch wieder ein und tarnt sich. Wir tanken jetzt hier gerade mal ein kleines bisschen Energie. Ach nee, der kann keine Energie tanken, wenn er klettert. Das ist schlecht. Komm, du schaffst den. Oh fuck, oh fuck. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, Leute. Oh fuck, das war eine scheiß Idee, unser Rock Track hier drauf. Oh scheiße, wir gehen drauf, Leute. Wir gehen drauf. Unser Rock, das war's. Das war's. Oh fuck. Oh shit. Alles klar. Es war eine blöde Idee, mit dem Rocktrack da runter zu gehen. Okay, Leute, wisst ihr, was ich jetzt mache? Jetzt fliege ich mit Vivian runter und gucke, dass wir ein neues Rocktrack-Ei finden, das wir wieder ausbrüten können. Okay, das war ein richtig großer Fail. Wie viel Uhr haben wir denn? 22:05 Uhr. Da warte ich aber bis zum nächsten Tag, Leute. Da mache ich jetzt einen kurzen Schnitt hier ins Video. Und dann warte ich bis zum nächsten Morgen, bis es hier wieder hell wird. Und dann holen wir unsere Sachen und gucken, dass wir zeitgleich hier irgendwie... Ach, scheiße, da ist ja Strahlung, ne? Oh, das wird ein Act. Leute, ich schalte euch dann wieder dazu. So, Leute, kurzer Zwischenbericht. Was bis jetzt passiert ist, es wird hier zum wiederholten Mal hell im Redwood. Wir sind an der Hauptbase. Ja, ich habe unseren Kram nicht wiedergefunden. Ich habe es mir schon fast gedacht. Ich bin jetzt mit Vivian runtergeflogen. Hab's versucht, dann stirbt man aber relativ schnell, beziehungsweise die Energie geht relativ schnell runter, wenn man ja eben diese Schutzkleidung nicht anhat. Deswegen habe ich jetzt Folgendes gemacht, bin zurück. Dadurch, dass der Gasproduzierer auf Aberration relativ zügig ist, konnte ich uns jetzt, beziehungsweise Johnny, einen neuen Schutzanzug machen. Bin dann hierher zurück, also hab den Schutzanzug gemacht, bin dann wieder zurück auf Aberration und bin mit Vivian nochmal abgeflogen. Hab unsere Sachen immer noch nicht gefunden, aber Leute, was halt sehr, sehr geil ist, ihr seht schon, wir haben hier ein neues Rocktrack-Ei und diesmal mit Level 256, denn mit Vivian die Eier klauen ist wirklich sehr simpel und einfach. Ich habe auch eine ganze Menge Eier geklaut. Ich war echt unterwegs und habe jetzt hier, passt auf, ich habe die alle hier drin, 1, 2, 3, 4, im Kühlschrank liegt noch 1, 5 und das hier ist das sechste. Also mit den Wifern da durchzufliegen und kurz abzusitzen, die Eier zu klauen und dann nichts wie ab, geht wirklich sehr einfach. Wir hatten Glück, 256er Level beim Rock Drake, also höher wie der erste Rock Drake, den wir hatten, obwohl ich es echt schade fand. Ich habe mich echt geärgert, dass wir da so verreckt sind. Ist wirklich einfach und man kriegt die Eier relativ zügig. Ist natürlich ein Vorteil, klar, weil wir halt die Map, weil man normalerweise keine Wifern hat, aber ihr wisst, ich spiele hier ein kleines bisschen anders. Und ich bin der Meinung, jeder sollte so spielen, wie es ihm Spaß macht. Ich habe auch gleich noch ein bisschen Nameless Gift organisiert und zwar 26 Stück habe ich gefunden. Ich war da eine ganze Weile mit Vivian nochmal unterwegs und habe die Nameless abgefarmt. Es dauert ewig, bis man dieses Nameless Gift zusammen hat. Deswegen werden wir da jetzt auch ein kleines bisschen dann, ja, vielleicht noch farmen gehen für das ein oder andere Rockdrake-Baby. Für ihn hier oder es hier, ich weiß ja nicht, was es ist, sollte es reichen. Auf jeden Fall haben wir jetzt auch genug Rockdrake-Eier, um gleich einen Basilisk zu zähmen. Entschuldigung. Das möchte ich angehen. Dann brauchen wir da zumindest nicht mehr wirklich runter. Das ist jetzt echt dumm gelaufen, also ich dachte eigentlich wirklich, es läuft mit dem Rockdrake ein bisschen besser, aber wir hatten ja keine Chance, habt ihr ja gesehen, ne? Und die Sachen zu finden, ist dann auch immer so eine Sache. Deswegen habe ich sie dann lieber... Ich meine, Gott sei Dank, wir haben ja hier alles in der Hauptbase. Ist ja alles vorhanden, was wir brauchen. So, jetzt gucken wir uns erstmal unser neues Rocktrack-Baby an. Hallo? Hallo? Komm gleich mal mit, du. Verhalten, Folgeabstand niedrig. Komm gleich mal mit. Komm mal hier raus. Hier ist das Licht zwar noch nicht so cool. Komm mal hier. Bist du auch so hübsch? Wie dein Vorgänger. Oh, jetzt regnet es auch noch. Ah, du bist nicht ganz so hübsch.
mir leid. Ja, doch, du kriegst so lilane Sachen. Pass mal auf, du kriegst jetzt als erstes mal dieses Nameless-Gift hier rein. Dass du uns nicht von dannen gehst. Oh, schön. Naja, dann halt eben auf ein neues. Haben wir einen neuen Rock Drake? Muss ich wieder einen Sattel bauen und alles? Echt, ärgert mich. Ärgert mich. Der andere war so hübsch. Und mit ihm hier hätten wir dann noch einen gehabt, wo wir tatsächlich auch noch ein Baby züchten könnten. Ach, ärgerlich. Komm mal her, Baby. Aber dass du hier nicht so drin rumklitschst, stelle ich dich gleich mal hier hin. Komm mal her. Du hast ja genug zu fressen dabei. Genau, hier kannst du nicht im Boden klitschen. Und hier kannst du in Ruhe groß werden. Ne? So würde ich sagen, machen wir das. Ich wollte euch nur mal kurz dazu holen, Leute. Was ist mit ihr? Deaktivieren. Ja, warum pennst du denn? Aktivieren. Hast du noch alles, was du brauchst, oder? Klar, du hast noch Honig drin. Alles gut? Alles gut. So, pass mal auf. Den Kram schmeißen wir mal hier dazu. Gott, hier haben wir auch noch. Okay, alles klar. Dann haben wir jetzt einen Rock Drake 256 und oben haben wir die anderen Sachen. Jetzt ist es aber auch dunkel hier. Junge, Junge, Junge. Also, wie gesagt, hier haben wir noch 4 Rock Drake ID. Nehme ich natürlich wieder mit zurück auf Aberration. Dann können wir den Basilisk gleich angehen. Das sind auch niedrige, die ich da gefunden habe. Ich habe gar nicht aufs Level geguckt. Ich habe es einfach gegriffen und nix wie ab. Level 32, Level 80, Level 144. Das war unser Alter. Und dann haben wir hier noch Level 128. Das ist der niedrigste. Und oben habe ich im Kühlschrank habe ich noch einen gepackt. Ich glaube, der hat auch Level 200. Also das Ei werde ich mir auf jeden Fall aufheben. Dafür werde ich dann auch nochmal gucken. Je nachdem, ja, dass wir noch ein bisschen Nameless-Gift kriegen. Je nachdem, was er hier auch übrig lässt, ne? Ja, der hat schon so lilane Sachen. So lilane Farbe. Okay. Alles klar, Leute. Dann haben wir den Schaden so gut wie es geht behoben. Das ist halt eben der Vorteil an der... Gehst du da weg? Gehst du? Geh weg! Meine Fresse. An der Spielweise, wenn man halt die Map einfach nur entdeckt, man kann halt jedes Mal hier auf die Hauptbase zurückreisen, hat dann alles, was man braucht und ist dann schon einfacher, ne? Aber ich habe ja auch nicht gesagt, dass ich schwer spielen will. So. Guckt mal, ich habe auch den Megalosaurus hier mal freigelassen und das ist so cool. Guck mal, die pennen, ne? Den kann man einstellen, dass die schlafen sollen. Voll cool, dann rollen die sich so ein und pennen. Schläft weiterhin. Richtig gut. Richtig gut. So, roll ready. Wie geht's dir denn eigentlich? Oh, du hast... Ja, wir geben dir mal alles auf Leben. Genau. Ja, Leute, ich wollte euch nur einen kurzen Zwischenbericht geben. Also, ich werde jetzt Folgendes machen zur nächsten Folge. Ich werde das Rock-Drake-Baby ausbrüten. Ich bin aber fast der Meinung, den Rock-Drake lassen wir dann hier. Und gehen auf Aberration weiter mit Vivian voran, weil es ist einfach wirklich... Es ist einfacher. Und man tut sich da auch nicht so schwer. Und dann würde ich gerne in der nächsten Folge schon mal anfangen, so einen Basilisk zu zähmen. Allerdings werden wir dafür ein schnelles Tierchen brauchen. Jetzt bin ich hier gerade mal am Gucken. Bewegungsgeschwindigkeit. Wir könnten natürlich noch so ein Wölfchen hier mitnehmen. Level 91. Du bist jetzt halt nicht ganz so schnell, ne? Aber mit ihm dann halt gucken, weil ich gelesen habe, man muss den Basilisk halt antriggern und dann ihn direkt über ein Ei lotsen. Also das Ei hinlegen, den Basilisk über ein Ei lotsen, dann frisst er das Ei und anschließend hat man ihn gezähmt. So, komm du mal hierher. Mantis, du bist auch mittlerweile aufgewacht, sehr schön. Also das ist mal der Plan für die nächste Folge, Basilisk zähmen. Ja, und dann einfach noch ein bisschen auf Aberration rumgucken, ne? Wir haben die Map immer noch nicht ganz aufgedeckt, das würde ich gerne mit Vivian nochmal angehen, dass wir da wirklich wenigstens mal drüber fliegen und dann hätte ich gerne noch das ein oder andere Tierchen. Unter anderem so ein kleines Geißlein, das möchte ich auf jeden Fall haben. Und den ein oder anderen Bulbdog, weil ich glaube, die Bulbdogs können wir hier auch richtig schön hinsetzen, dann haben wir hier auch tagsüber und so Beleuchtung. Gerade wenn jetzt so ein Wetter ist wie hier, glaube ich, bietet sich das an. So, nochmal nach dir gucken. Ist schon ein Jugendlicher. Ja, der reift jetzt vor sich hin. Das Essen sollte reichen, oder? 23, ja, das reicht. Das reicht. Gut, dann bilden wir dich aus. In Ordnung, Leute. Dann würde ich sagen, machen wir das so. War jetzt wieder eine komische Folge irgendwie. Wie gesagt, ich habe mehr Offscreen gespielt, wie das ich jetzt aufgenommen habe hier, aber was will ich auch zeigen, ne? Jedes Mal dann dieselben Sachen zeigen, wie ich wieder zurückreise, alles wieder neu baue, alles wieder neu mache. Ich wollte euch eigentlich mit dazu nehmen, wenn ich mit Vivian unterwegs bin, hab's dann aber total vergessen vor lauter Suchen nach meinem Kram.
Macht aber nichts, ihr wisst ja, ihr habt schon ein paar Mal gesehen, wie wir es machen. Also liebe Leute, vielen lieben Dank fürs Reinschauen in dieser kuriosen Folge und wenn ihr mögt, sehen wir uns zur nächsten Folge Ark Aberration. Würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Macht's gut, bis dahin, ciao, ciao.